Die Antisemitismus-Meldestelle der israelitischen Kultusgemeinde Wien kommt zu einem negativen Ergebnis. Im vergangenen Jahr wurden 1147 antisemitische Vorfälle registriert. Bisher lag der Negativrekord bei unter 1000 antisemitischen Vorfällen im Jahr 2021. Dieser wurde nun weit übertroffen. Geprägt war 2023 vom Großangriff der palästinensischen Terrororganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober. Die Folge: ein explosionsartiger Anstieg von Antisemitismus weltweit. So gab es in Österreich vor dem 7. Oktober etwa durchschnittlich 1,55 Vorfälle pro Tag. Danach stieg die Zahl auf 8,31 Vorfälle pro Tag. Wie auch in den Vorjahren ist zudem von einer hohen Dunkelziffer auszugehen. So sagte der IKG-Präsident Oskar Deutsch am Mittwoch: Wir haben es mit einer noch nie dagewesenen Explosion der antisemitischen Vorfälle zu tun. Im Zusammenhang mit Anti-Israel-Demonstrationen wünscht sich Deutsch eine schnellere Justiz. Es werden zwar immer wieder Anzeigen gemacht, es wäre aber wichtig, dass die auch zur Verurteilung führen. Man solle ein, zwei Fälle schnell behandeln, um den Antisemiten zu zeigen, dass Antisemitismus kein Kavaliersdelikt ist.